Es ist Fashion Week in Berlin und wir sind wieder Backstage bei den Designern von Kaufhild und Jahn. Und wir sind schon super gespannt, denn auch dieses Jahr sollen wieder viele Kandidatinnen von Germany's Next Topmodel dabei sein. Unter anderem Sarah Kulka. Anu Tida. Genau, Anu Tida heißt sie. Wir wurden schon oft korrigiert. Dieses Mal machen wir es richtig. Aisha. Lass mich überlegen, wer noch. Ich glaube, Betty Taube Betty sollte Taube, dabei genau. sein und noch ein paar andere. Also wir werden jetzt auf jeden Fall im Backstage gehen und einfach mal schauen, was da so los ist. Schauen wir mal genau rein. Müssen wir runter wahrscheinlich, ne? Oder? Das ist mal richtig groß. It's huge. Und guck mal, wenn ich das nicht sehe. Wen siehst du denn? Wen? Nicht, wie sie heißen. Wer denn? Na, einen von Kaufhild und Jahn. Die heißen Kaufhild und Jahn. Der mit den kürzeren Haaren. Okay. Also, siehst du nicht? Hast du schlechte Augen? Du gucken, fragst du, wo es zum Backstage geht? Ja. Ah. Das ist hier der rote Teppich dann, ja? In der Fotowand. Steht da alles drauf? Vegane Pflege. Schön. Oh nee, da ist ein anderer Hund, ich krieg die Krise. Na? Hi. So, Momo, wir gehen was trinken. Die Location war ziemlich cool. Es ging einen langen schwarzen Gang runter und dann war ein großer Hof und dahinter der Catwalk und dahinter waren dann so die Umkleidebereiche, wo die Mädels zurecht gemacht und den haben wir uns mal genauer angeschaut. Wo ist der Konrad? So, geh du mal vor. Macht es beste Entscheidung, die es gibt. Ja, ich muss ja eh nichts machen. Das Ding ist, man kann sie nicht im Flugzeug mitnehmen, ja, weil sie genau so ein halbes Kilo oder so zu schwer ist. Aber ich finde es auch ein bisschen Tierquälerei, wenn ich mal so die Leute sehe, der mit dem Chihuahua auf dem Nebensitz. Du musst es jetzt sagen. Wie schön sie flach zu kriegen, oben wenn nicht helfen. Wenn auch hier in den Nachhinein sagen. Danach haben wir uns mal den Catwalk angeguckt, weil der war dieses Jahr ein ganz klein wenig anders als im Jahr zuvor, denn die Mädels hatten deutlich mehr Weg zurückzulegen und das fanden wir eigentlich ganz cool. So, das ist der Catwalk hier. So, schön, die laufen dann wahrscheinlich... Wir wollen unbedingt wissen, was hier drin ist. Ja, das wird das später verraten. Aber die laufen dann wahrscheinlich vor. Guck mal, die kommen hier raus. Wahrscheinlich hier rum und dann da wieder zurück, oder? Ich freue mich immer über diese Pakete, weil das sind zwar viele Sachen für Frauen. Ja, ich liebe das. Das sind zwar meistens Sachen für Frauen, aber ich finde es toll, die Sachen auszupacken. Und ich bin gespannt, was heute hier drin ist, wenn wir eine bekommen. Das wissen wir ja noch nicht, ne? Wir haben dann im Hof noch die Mankin Reed getroffen. Die war Germany's Next Topmodel Catwalk-Trainer im letzten Jahr und haben ein bisschen mit ihr gequatscht über Gott und die Welt und ihre süßen Hunde. Ja, die kann man den anderen Hund, ne? Maus, wie heißt du? Oh, hi, sweetie. Hi. Oh, Entschuldigung. Ich bin voller Hairspray. Eine Stunde ist, warum du stundest. Ja, kurz bevor wir nochmal nach Hause gegangen sind, um uns umzuziehen für die große Show, kam auch Sarah Kulka. Die hatten wir nämlich schon ein bisschen vermisst. Was wir aber nicht wussten, die kam aus Leipzig angefahren, hing im Stau und hatte deswegen ungefähr 2 Stunden Verspätung. So, jetzt aber los. Ja. Wir warten alle. Ich bin 14 Uhr losgefahren. 14 Uhr, tut mir leid. Hi. Hi, super. Wir sind schon in der Generalprobe. Alles klar. Los. Hallo, hallo. Wir fahren nach Hause, Moni.
Du parkst aus. Wir stehen hier. Ramon, kannst du dir... ich parke mal kurz... Ich habe eine Idee. Ich parke mal kurz aus und du nimmst diese beiden Parktütchen und stellst sie in die Parklücke rein, wo ich stand. Und dann? Dann haben wir nachher einen Parkplatz. Geht das? Ja, klar. Okay. Wenn ihr... Okay, ja, dann macht. Gut, bist du Momo oder... Ja, nimmst du den Auto rein. Also ich fahr raus in dem Augenblick raus, die Rand ist uns der hier wegschneiden. Wie muss ich ihn hinstellen? Genau so oder ein bisschen quer? Ja, genau in die Parklücke rein. Einer hier, einer dort. Ich bin gleich mal, hier kann da keiner fahren. Vielleicht sollte ich mir in Zukunft jetzt immer solche Parkbütchen kaufen, damit ich immer einen Parkplatz habe. Komm, Blowny! Ich wusste gar nicht, dass du kommst. Doch. Hallo. Das kleine Kind ist doch. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Ach, Clemens, ne? Ja. Ich dachte, ich kenne dich nur im Anzug. Ja. Deswegen wusste ich jetzt, kann ich gerade nicht so zuordnen. Lang nicht gesehen, ne? Ah. Aber so schau ich auch immer Mallorca. Bald ja und bald wieder. Ja. Nein, wollte ich nicht. Und ja, wir müssen jetzt echt Gas geben. Ich muss auch noch auf Toilette. Okay. Yeah.